Hallo und herzlich willkommen zurück zu Runs Human. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen. Und heute soll es um den dritten Storyboss im Spiel gehen. Und zwar im Reich der Albträume, den Boss Araxiam. Und ich möchte an dieser Stelle gleich einmal ein bisschen eine Triggerwarnung aussprechen. Für alle, die Arachnophobie haben, also die Angst vor Spinnen, wird nicht die beste Folge für euch werden. Denn im zweiten Boss habe ich ja schon gesagt, dass na, das Design war cool und die Präsentation war cool. Aber es war nicht wirklich gruselig und auch nicht wirklich schwer. Dieser Boss, der ist gruselig. Der ist wirklich creepy designed und auch präsentiert. Und auch die Story drumherum ist sehr, sehr gruselig. Wir sind hier in einem Krankenhaus, wie ihr seht. Und dort sind allerlei Spinnenweben schon. Hallo? Hallo? Why isn't anyone here to meet me? Hallo? Is anyone there? Why would Dad tell me to go to the hospital if there's no one here? I'm so tired. Tired of the pain, the hunger. It just never ends. Und die Story ist, dass irgendetwas in den Träumen der Leute sie in dieses Krankenhaus lockt. In Form, wie ihr da gehört habt, in der Personifikation des Vaters oder ähnliches. Aber auch gerne mal in Personifikation einer riesigen Spinne. Die werden hier halt entsprechend hingelockt. Und wir folgen dieser Spur. Und nach ein paar weiteren Sequenzen kommen wir dann im Keller des Parkhauses an. Das sehr, sehr mit Spinnen und Spinnennetzen gefüllt ist und mit gruseliger Atmosphäre. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider climbed up the spout again. There you go, honey. Und wenn wir diese seltsamen Überbleibsel untersuchen, kommen wir in den Spaltraum der Albträume. Und da ist meine Ankündigung, meine Triggerwarnung mit der Arachnophobie. Wobei jeder sollte vor dieser Spinne Angst haben. Das ist der Schatten und wie immer wissen wir beim Schatten natürlich noch nicht so wirklich viel über die Mechaniken. Und vor allen Dingen auch nicht über die Schwachstellen. Die sieht man da relativ schlecht. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal versprechen, dass der eigentliche Bosskampf mehr Mechaniken hat als einfach nur eine riesige Spinne, die uns angreift und die wir angreifen müssen. Auch wenn sie hier schon eine kleine Mechanik präsentiert. Und zwar diesen Nebel, den sie jetzt spinnt. Und indem sie dann Eier legt. Das wird im richtigen Bosskampf wichtig. Hier ist es egal. Die Schattenspinne ist schnell dahin. Und nachdem wir dann die 5 Spaltanker aktiviert und kontrolliert haben, können wir damit auch zum eigentlichen Boss gehen im Mirage-Monolithen und gegen die echte Variante von Araxiam ankämpfen. Und dieser Boss ist wieder grandios präsentiert. Wirklich super gruselig. Gruseliger als alles, was ich bisher in diesem Spiel eigentlich gesehen habe, muss ich sagen. Denn wir starten nicht im Bossraum, sondern im Krankenhaus. Alleine.
Alleine? Ich glaube nicht. Ich glaube, da gehen wir nicht lang. Ah, wir müssen da lang. Und ich weiß nicht warum, aber ich, Krankenhäuser, wo man alleine ist und irgendwo eine einzelne Person dann steht oder singt oder sowas, das ist sehr, sehr gruselig. Ich habe ja mal im Krankenhaus gearbeitet und das war immer einer meiner großen Ängste, wenn ich irgendwie in der Nachtschicht alleine durch die dunklen Gänge gegangen bin. Sowas. Hi, Arachsiam. So eine gute Präsentation. So gut. Und jetzt sind wir im eigentlichen Lair. In einer riesigen, seltsamen Höhle, in der Physik nicht ganz so gilt. Voller Spinnenweben. Und... sie hat auch einiges an coolen Mechaniken. Also sie kann natürlich mit Spinnenweben um sich schießen, die uns einspinnen und festhalten. Und sie kann uns auch, das werden wir später noch sehen, mit diesen Spinnenweben an sich ranziehen und noch ein paar andere Dinge. Bevor wir uns aber mit den Mechaniken im Detail beschäftigen, während ich hier nochmal ein bisschen Schaden machen muss, zur Story oder zum Design, nicht nur, dass es, hier sieht man das mit dem Ranziehen, ziemlich cool, wirklich eine coole Mechanik. Und die macht schon gut Bumm. Die macht schon gut oben dabei. Wenn man sich jetzt die Räumlichkeiten in diesem Krankenhaus, in dieser Erinnerung ins Krankenhaus, ein bisschen genauer angeschaut hat, hat man im Hintergrund in diesem Operationssaal einen Ultraschall gesehen. Und ich glaube, dass hier die bösen Erinnerungen, die schlimmen Erinnerungen einer Totgeburt oder eines Todes bei einer Geburt oder ähnliches dazu geführt haben, dass diese Spinne entstanden ist, die man auch fürs Eierlegen eine gewisse Disposition hat. Prädisposition. Nun ja, so. Unsere Spinne ist immun. Sie hat sich im... wir haben gut Schaden gemacht, jetzt hat sie den Nebel erzeugt und ist immun. Wir müssen jetzt die Eier, die versteckten Spinneneier, bezwingen. Und die müssen wir erstmal finden. Und das ist gar nicht so leicht, denn die sind im äußeren Bereich. Die sind nicht in der Arena, wo wir uns bewegen können, sondern am Rand, an zwei verschiedenen Plateaus. Jetzt haben wir ein bisschen das Glück, dass gleich der Nebel weggeht. Man sieht sie auch, wenn man weiß, wohin man gucken muss. Dann leuchten sie nämlich rot in dem Nebel in der Ferne. Da hinten, da seht ihr das, da leuchten sie. Und die muss ich bezwingen. Da kommt man aber nicht hin. Man kann dort nicht hinlaufen. Man muss mit Fernkampf angreifen. Und das wusste ich in der ersten Runde nicht. Deswegen, ich dachte, okay, da ist ja gar nichts. Ich habe gar keine Ahnung. Jetzt ist der Nebel glücklicherweise weggegangen. Und man sieht die Spinneneier. Man kann nicht über diese Spinnenweben laufen, aber die Spinnen können darüber laufen. So viel kann ich schon mal sagen. Da kommen nämlich Spinnen raus. Da, seht ihr das? Da kommen die rausgekrabbelt, die kleinen Spinnen. Und da hilft es, eine Waffe mit Lockwash zu haben. Und wenn wir die Spinneneier zerstört haben, dann können wir sie auch wieder angreifen. Die Riesenspinne. Sie hat zwar noch ein Schild, aber dieses Schild können wir entsprechend jetzt
zerstören oder einfach abwarten. Also bei der zweiten Runde werde ich es angreifen und zerstören, aber man kann auch einfach abwarten, wie ihr gesehen habt. Je nachdem, worauf man Rave auch hat. Schwachstellen sind bei diesem Boss, wer hätte es anders gedacht, auf ihrem Rücken diese Kuponartigen leuchtenden Strukturen, also auf ihrem Abdomen. Das ist natürlich, wenn ihr zu zweit oder zu mehr kämpft, deutlich leichter zu treffen als für mich hier, der ganz alleine kämpft. Sondern einfach draufhalten. Ich glaube, dass diese Phasen der Unverwundbarkeit mit den Lebenspunkten zusammenhängen. Also immer so bei etwa ein Drittel der verlorenen Lebenspunkte geht sie in diese Unverwundbarkeitsphase, wo man die Spinneneier zerstören muss. Es kann allerdings auch zeitlich bedingt sein. Ich finde es aber grundsätzlich toll, dass sie diese Mechanik drin hat. Nicht so wie bei den Baumhirten, der war ja einfach viel, viel zu leicht. Einfach dadurch war er zu leicht. Da seht ihr, sie ist wieder immun. Und jetzt wissen wir genau, wo wir hinschießen müssen. Wie platziert man noch ein paar ihrer Spinnweben, die man recht schlecht auf dem Boden sieht? Einfach weil überall Spinnweben sind. Das sind die richtig gemachten Fallen, dass man die nicht so gut erkennt. Wir müssen wieder die Kokons oder die Spinneneier zerstören. Im Nebel sind die gar nicht so leicht zu sehen. Und da seht ihr, ich versuche da auch hinzukommen, aber es geht nicht. Ich bin keine Spinne. Das Gute ist, dass sie derweil nicht groß angreift. Sie steht einfach oder hängt einfach da oben rum und spinnt uns ein. Ich glaube, hier ist die große Gefahr einfach, dass die Spinnen, die aus den Eiern schlüpfen, uns dann gefährlich sein könnten. Ansonsten ist sie in der Phase keine echte Bedrohung. Das finde ich ein bisschen schade, da hätte man es natürlich noch machen können, dass sie auch angreift. Und so ist es nur ein Zeitspiel. Ich suche hier fleißig noch nach weiteren Eiern, finde aber keine. Und deswegen entschließe ich mich dazu, gleich mal die Spinne anzugreifen. Und sehe, haha, ich kann Schaden an ihrem Schild machen. Auch dass sie dann angreifbar ist. Und dann ist sie, wenn man das Schild kaputt macht und nicht wartet, bis es von alleine verschwindet, dann fällt sie auf dem Rücken und man kann sie sehr, sehr gut angreifen. Gerade auch für Nahkämpfer vielleicht dann ganz gut, die vorrangig mit Nahkampfschaden machen. Oder weil man einfach viel, viel besser diese Schwachstellen angreift. Aber da ist die Spinne schon fast tot. Ich hatte gehofft, dass man... Ich habe gerade ein bisschen abgewartet, dass der Nebel nochmal weggeht. Aber das wird leider nicht so schnell was. Deswegen muss ich sie im Nebel töten. Da hat sie im Nebel noch kackendreist ein Ei gelegt. Kackendreist. Und da ist sie tot. Ach, Siam. Sehr schöner Boss. Sehr schön designt wieder. Sehr gruselig. Und ich hatte gar nicht die Möglichkeit, mir durch den Nebel ihren Lair anzuschauen. Und das machen wir gleich mal, nachdem wir hier die Schatztruhe und den Traumfänger, die Mutation, eingesammelt haben. Und dann gucken wir uns natürlich auch noch gleich an, was der Traumfänger genau macht. Aber zuerst schauen wir einmal, was für ein geiles Lair hier eigentlich ist. Jetzt haben wir nämlich mal die Möglichkeit, und das ist nicht Physik, dass dort oben ganze Gebäude in den Spinnweben hängen. Also auch Menschen, aber halt auch ganze Strukturen, riesige Hochhäuser. Erinnert mich sehr an Evil Within, Teil 2. Und gefällt mir wirklich gut. Sehr, sehr schön. Oder auch an den Kampf gegen Lolz in Neverwinter. Wobei das hier einfach viel schöner designt ist als der Kampf gegen Lolz in Neverwinter. Runterspringen möchte ich nicht, auch wenn da unten Wasser zu sein scheint. Aber ich glaube, da lauert nur der Tod. Was aber auch noch auf uns lauert, ist ein bisschen Story.
Wie immer, wenn wir einen der Bosse bezwungen haben, können wir mit Mitsuko reden. Und das machen wir natürlich. Now that you took down another Transcendent, I have more memetics for you. And it looks like you've got something interesting in your cradle, too. A dream catcher? So this web spun itself a spider. One that could prey on people while they slept. It seems pretty scary. I know everyone in Iron River must be grateful you laid this thing to rest. I certainly am. You risked your life to save them. Meanwhile, I've just been hiding here. Will I ever be strong enough to go back into the world? Ich möchte das, glaube ich, gar nicht. Ich möchte es nicht, dass du rausgehst. Ich glaube, du bist der wirkliche Bösewicht. I know, I know. V told me the same thing. I get it. I do. My powers are special, and they make me a target for the evolutionists and great ones. But it means I'm stuck here, and I miss the real world. That's nice of you to say, but it still bothers me that I can't do more. To help you in the Mayflies, I mean. Out in the real world. Not just because of the dangers, but because I'm afraid to go back. Thank you, Meta. It's good to know I can count on you when the time comes. V once told me Mayflies are small, yet invincible. I need to remember that. We need to keep holding on, just like them. Sie spinnt halt die ganze Zeit diese Geschichte, dass sie ja die Schwache ist und wir ihr helfen müssen und lört uns auch die ganze Zeit so ein bisschen mit diesen Mimetics, die sie uns selbst dann herstellt, dass wir noch stärker werden. Und das ist halt so, mach weiter, ne? Wie bei Bioshock, wärst du so freundlich. Aber das ist so das Design. Gut, jetzt wollen wir uns aber angucken, Thema Design, was genau unsere neue Mutation macht. Der Traumfänger gibt uns die Möglichkeit, den Buff-Trank der Weber herzustellen. Und wenn wir den trinken oder uns in den Arm spritzen, dann erzeugen wir, wann immer wir ein Objekt telekinetisch werfen, eine Zone, ein Spinnweben, in denen Gegner verlangsamt oder festgehalten werden. Und das klingt interessant. Ich habe allerdings das Gefühl, dass wir bisher noch nicht wirklich viel werfen konnten. Also wirklich werfen kann man ja nur diese Fässer, die stehen auch nicht überall rum. Also in Control, wenn ich jetzt mal wieder den Vergleich ziehe, da haben wir die Möglichkeit, im Prinzip alles zu werfen. Jedes Objekt lässt sich werfen. Zur Not reiße ich einfach Beton aus den Wänden oder den Boden und werfe damit. Und hier habe ich bisher zu wenig Werfobjekte erlebt oder gesehen, um den Nutzen davon zu sehen. Ansonsten kann ich mir das ziemlich cool vorstellen, wenn ich halt wirklich mit allem werfen könnte, dann wäre das ganz cool, damit Fallen und auch Sicherheitszonen für mich und meine Freunde zu erzeugen. Vielleicht ist das aber auch viel, viel besser, als es in meinen Augen klingt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich fand, dieser Bosskampf war auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger, er war cooler, er war besser designt und ich freue mich sehr auf den nächsten Bosskampf. Da kann ich schon mal sagen, dass der eine ordentliche Herausforderung für mich war. Ich war da aber auch das allererste Mal underleveled. Bisher war ich immer so, weiß ich nicht, 4-5 Level über den Bossen. Hier auch wieder. Beim nächsten bin ich underleveled. Und das wird eine ordentliche Herausforderung. Aber das beim nächsten Mal. Wie fandet ihr diesen Boss? Fandet ihr, welchen von den dreien bisher fandet ihr am besten? Von den Mechaniken, vom Design, von der Story. Und ich glaube halt wirklich, dass Mitsuko die Böse wird. Sie sammelt gerade, entweder sammelt sie die Kräfte, die wir vereinen ja gerade alles. Wir sammeln alle Mutationen von den Großen in uns, in Anführungszeichen. Also entweder geben wir ihr gerade immer mehr Kräfte, und es wurde ja auch gesagt, wie sagte ja auch, dass mit jedem Großen, den wir besiegen, werden Mitsukos Kräfte stärker. Das heißt, entweder machen wir sie immer mächtiger oder wir zerstören Objekte oder Wesen oder Barrieren, die sie hindern, weil sie kann, will, wie auch immer, ja nicht in die reale Welt.
ist die Frage, ob sie das von sich aus als Schutz macht, um sich zu schützen, oder ist das nur eine Geschichte, die sie erzählt? Und in Wirklichkeit kann sie nicht. Na, das ist dieses, wärst du so freundlich? Sie sagt uns, sie kann, sie will ja, aber ach, sie traut sich nicht, weil es draußen so gefährlich ist und die bösen Monster müssen besiegt werden und sie muss stärker werden. Aber sie gibt uns immer total tolle Fähigkeiten, wenn wir ihr helfen. Also sind wir motiviert, sie stärker zu machen und stärker zu machen. Und im Endeffekt spielen wir, glaube ich, in die Hände des Bösen. Das ist meine Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.